Der schwarze Prinz erobert Kaltenberg. Königssohn Hektor sollte eigentlich auf dem Thron sitzen, doch wegen seines großen Mundwerks verstößt ihn der Vater vom Turnier. Von nun an soll er die Rittertugenden erlernen. So die Story bei den 39. Kaltenberger Ritterspielen. Und der ist zu Beginn der Show als wahnsinnig arroganter Schnösel zu sehen. Und das wird jeder Zuschauer erkennen. Und dann gibt es eine Albtraumsequenz, in der er sozusagen die Schule des Lebens lernt und in dem Mittelteil der Show kämpfen lernt, Verantwortung zu übernehmen lernt. Er lernt, großherzig zu sein. Und am Ende steht dann da einer, der tatsächlich ein zukünftiger König sein kann. Der schwarze Prinz wird von dem französischen Schauspiel-Nachwuchstalent Marco Lurachi verkörpert. Er ist der Sohn von Europas führenden Pferdetrainer Mario Lurachi. Ich habe hier die Möglichkeit, speziell mit meinen Pferden zu trainieren. Das ist sehr gut. Meine Pferde lieben den Kontakt mit dem Publikum und das Publikum unterstützt dich. Es ist unglaublich, es gibt dir viel Energie. Als Prinzessin Eleanor ist die Dressurtrainerin Clémence Favre die Schwester des Schwarzen Ritters und Teil des Ritterspiels. Zudem ist sie stimmungsvoller Höhepunkt der Gauklernacht. Das Geheimnis, du brauchst ein echt gutes Pferd mit fantastischem Charakter, das ist die Hauptsache. Ein gutes Pferd zu finden, eines, das genial und artistisch ist. Es soll eine schöne Art haben, die die Menschen beeindruckt und bei den Menschen Gefühle hervorruft. Es muss eine Seele haben, deshalb liebe ich es, mit Hengsten zu arbeiten, weil sie etwas ganz Besonderes haben. Sie haben Feuer in sich, sie sind wunderschön. Feuer, Zauber und Sensationen. 8 Stunden Programm mit 500 Darstellern. Zudem 5 Bühnen auf Schloss Kaltenberg. Gerade zur Gauklernacht gibt es dieses Jahr ganz viele Specials, weil ganz viele von unseren Künstlern sich zusammentun. Zum Beispiel Confilius, die sind dieses Jahr neu in diesem Gelände. Das ist eine Mutter mit ihrem Sohn. Die machen Musik und Gauklerei eigentlich die ganze Zeit auf der Schlossgrabenbühne. Und zur Gauklernacht sind die mit Fabula, mit unserem neuen Headliner in diesem Jahr, zum ersten Wochenende. Und zur Gauklernacht machen die ein Special zusammen und sind da zusammen zu sehen. Außerdem habe ich auf der Waldbühne zum Beispiel, werden sich auch 3 Gruppen zusammentun und ein wahnsinnig langes, wahnsinnig tolles Spektakulum mit Musik, mit Jonglage und Feuer und allem Möglichen machen. Hier auf Schloss Kaltenberg, wo nicht nur königliches Bier gebraut wird, sollte einst die Eröffnung einer neuen Gaststätte ein Ritterturnier aufweisen. Schließlich entwickelte kein geringerer als Luitpold Prinz von Bayern das mittelalterliche Spektakel weiter, bis ins Detail. Wir haben insgesamt einen Markt von ungefähr 150 Ständen und legen besonderen Wert darauf, dass wir darstellendes Handwerk auch da haben, wo man also hingehen kann und auch mit den Leuten wirklich reden. Man kann jeden bei uns ansprechen und ihn fragen, was machst du denn da überhaupt? Und dann wird man manchmal echt super interessante Geschichten erfahren, wie früher Kohle gebrannt wurde oder ähnliches. In dieser Reiterhalle wird mit den Pferden an der Umsetzung des mittelalterlichen Ritterspiels gearbeitet. Capriccio ist das Pferd von Marco Lurachi auch, dessen Figur sich ja im Laufe des Turniers wandelt charakterlich und das wird auch dadurch dargestellt, dass sich eben das Pferd wechselt von dem schwarzen Faruco, dem Rappen, den wir davor hatten, zu jetzt hier dem cremefarbenen Capriccio. Damit schließlich Ross und Reiter unversehrt bleiben, bedienen sich die Pferdeakrobaten im Ritterturnier so manch einem Trick. Wir haben so etwas wie Ziele am linken Arm und hoffen, sie zu treffen. Wir zielen darauf. Wir hoffen eben, das Ziel zu treffen und nicht den Kopf unserer Freunde, um sie eben nicht zu verletzen. Doch es tut nichts weh. Das Kaltenberger Ritterturnier mit Musik und Gaukelei noch bis 29. Juli auf Schloss Kaltenberg. Ein Shuttlebus fährt von der S-Bahn Geltendorf direkt zum Ort des Geschehens.